Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir in das Spiel schon mal reingestartet, haben die erste Show gerettet und wollen die nächsten Shows retten. Ich habe mir übrigens jetzt überlegt, wie ich die Folgen halten will von der Videolänge. Oder besser gesagt, wie ich die Videos orientiere, wie lang die werden. Ganz einfach, wir werden es so machen, ein Bereich pro Video. Das heißt, entweder könnten die Videos lang werden oder kurz. Das hängt dann wirklich von den Bereichen ab. Und ja, ich bin schon gespannt, was uns in den nächsten Bereichen erwartet. Anscheinend kann ich freihand entscheiden, was ich als nächstes mache. Ich kann ja jetzt auch offenbar hier nach unten. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier oben. Und ich muss schon sagen, Ninja interessiert mich am meisten. Also gehen wir ins Ninja-Künste-Weg des Wassers-Schauspiel. Bin schon gespannt, was mich erwartet. Alle klassischen Ninja-Geschichten beginnen in einem kleinen Dorf. Da geht es wohl nicht weiter. Ich gucke, dass ich zumindest gegen Anfang vom Level mich immer aus dem Bild packe. So, nicht vergessen, ich habe dieses Funkelkraft. Ich habe nur provisorisch alles getestet, was man hier anleuchten kann. Haus des Ältesten. Ich darf nicht zum Haus des Ältesten. Erster Geheimweg. Wir müssen gucken, dass wir all diese Funke-Dinge auf jeden Fall mitnehmen. Diese Funke-Kristalle. Eine Schleife gibt es ja offenbar pro Gebiet. Münzen, relativ egal. Oh, ich bin durch den Brunnen rein. Ich folge dem Ninja. Oh, ich darf nicht entdeckt werden. Ich dachte, ich hau den weg, aber ich darf nicht. Geheime Ninja-Kunst. Ich frage mich gerade, darf ich nur in der Richtung nicht stehen? Ah, ich darf nur nicht in dem Lichtpegel stehen, okay. Und ich werde dann auch immer bis ganz hier hinten teleportiert. Ich wollte gucken, ob da hinten in dem Eck was ist. Ich warte mal, bis du nach rechts guckst. Okay, ich dachte, da hinten wäre vielleicht was. Ja, ich bin zum Haus des Ältesten. Oh, eine leckere Münze. Ist hier was versteckt? Da war tatsächlich was versteckt. Ich werde zur Ninja-Legende, ja. Eine Kunoichi werde ich. Hallöchen. Okay, darauf achten, wie viele Münzen der über seinen Kopf fällt. Okay, wir kriegen jetzt wieder eine Fähigkeit.
So, jetzt sind wir ein Ninja. Eine Kunoichi. Oh, wenn ich mich an die Wand drücke, kann ich mich als die Wand tarnen. Der Angriff ist nur irgendwie ein bisschen lame. Wo genau will ich hin? Ach, wahrscheinlich, ja, Wandsprünge. Pass auf, sonst verwende ich meine Jutsus gegen euch. Jetzt weiß ich, wie ich alles tarnen kann. Ich bin ein Stück des Baums. Ja, einfach überraschen, ne? Ich hätte X drücken sollen, aber das wäre wahrscheinlich nur die Erklärung B drücken. Schleiche dich durchs Gras an Gegner heran und schlage dann mit Hilfe von B zu. Als ob man das nicht erkennt. Die großen konnte ich vorher aber nicht one-hitten. So wie ich es jetzt gerade tue. Ich wusste es doch, dass man hier irgendwie hoch kann. Aber komischerweise ist da oben nichts. Die Musik gefällt mir auch richtig gut. Okay, da ganz oben will ich auf jeden Fall hin. Du bist blind. Gerettet. Ich muss aber da hoch. Ah, ich sehe auch wie. Keine Sorge, die sind blind. Warte ein bisschen nach links, guckt. 3 Ninja Kunst wegstechen. Gerettet. Ah, da ist mein Schleifchen. Und tschüss. Ich glaube, ich habe den Ältesten gerade gerettet. Und tschüss, Ration. Sie sind hinter den Schriftrollen her. Das war nur ein Doppelgänger. Schriftrollen war ja mehr. Denkt man nicht, dass ich ihm hinterher sprinten muss? Oh, da vorne ist so eine Showtime-Stelle. Das habe ich schon gesehen beim letzten Mal. Das erkennt man an diesem leichten Leuchten. Okay, das war einfach. Ich drücke gerade übrigens nicht die Bewegungstaste. Sie läuft von allein. Das habe ich verdient. Hab direkt gereiht, wie man anders drankommt. Gerettet.
Okay, nur noch eins. Und das ist wahrscheinlich der Boss. Komm her, ich krieg dich. Genjutsu gelernt. Geheime Kunst des bewegenden Felsens. Komm her! Ich komme mir gerade vor wie ein Speedrunner. Ich sag dir, ein Bereich pro Video, das kann entweder kurz oder lang werden, je nachdem, wie ich mich anstelle. Das Ninja-Kleid gucken wir uns gleich an. Oh. Damit haben wir Bereich 2 gerettet. Was, wenn ich da eigentlich nochmal rein will? Ach, dann passiert da nichts, okay. Ich würde gerne einmal nach unten und einmal nach oben gehen. Aber erstmal hast du jetzt irgendwas Neues hier im Angebot? Nö. Ja, komm, ich gebe mal aus. Ich gebe ihr zumindest das Blaue. Das Gelbe, das sieht man ja gar nicht. Ich kaufe 2 für sie. Und 2 für Peach. Das Farbverlauf-Ding, das finde ich schön. Wir kaufen die Läden noch leer. Zweifelkleid, Fechtingkleid. Sie kriegt einfach hübsche Kleider. Und hier? Das Ninja-Outfit war cool. So, mal gucken. Ah, wahrscheinlich, ich schließe diese 4 Bereiche hier ab und dann wird da oben frei. Ich will aber trotzdem mal nach unten auch gucken. Das hier ist ja ein Kindergarten, das ist aber irgendwas stimmt hier nicht. Die Bilder sehen so merkwürdig aus. Was es mit den Bildern auf sich hat? Na gut, momentan können wir hier offenbar nichts machen. Na gut, Leute, ne? Damit haben wir einen weiteren Bereich abgeschlossen. Ich habe ja gerade eben zum Anfang des Videos gesagt, dass wir das so machen, dass wir einen Bereich pro Video machen. Entweder wird das kurz oder es wird lang. Das hängt ganz von mir ab. Aber bisher ist das Spiel leicht gestaltet. Das wird wahrscheinlich im Verlauf des Spiels wesentlich schwerer. Ich würde sagen, wir gehen einfach im Kreis, dass wir als nächstes das Cowgirl machen und das Kochen dann zum Letzt. Also das Fest der Leckereien. Also beim nächsten Mal das Cowgirl in der Wildnis. Da gehen wir dann hin. Jedenfalls, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen dieser Reifenbühnenshow. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!